Ein neuer Part, Let's Play Anstoß 3. Wir sind auf einem sehr guten Weg in Liga 1. Allerdings haben wir ja noch nicht mal ein Drittel der Saison hinter uns. Wir sind aber auf Platz 1 mit 17 zu 9 Toren. Eine hervorragende Tordifferenz, die beste Defensive der Liga. Offensiv könnten noch ein paar Tore mehr fallen, aber als Tabellenführer will man sich ja über nichts beschweren. So, die Verletzten habe ich alle besucht, dann stürzen wir uns in die nächste Woche. Torschütze des Monats, Tim Knipping im Spiel Bielefeld gegen Paderborn zum 2 zu 1. Das hatte ich doch noch nie in diesem Let's Play. Krasse Sache. Ich würde mal gerne sehen, wie das Tor aussah. Ein Innenverteidiger mit dem Tor des Monats hat man auch nicht alle Tage. Champions League, der letzte Gruppenspieltag, also der sechste Spieltag der Gruppenphase. Leverkusen gewinnt 1-0, ist trotzdem als Gruppenvierter ausgeschieden. Udinese Calcio geht in die Euroleague. Dnipropetrovsk und Sociedad sind weiter in der Champions League. Saint-Étienne und AS Rom sind weiter. Sunderland geht in die Euroleague. Elfsborg Boras ist draußen. Olympique Lyon und Standard Lüttich sind weiter. Benfica Lissabon geht in die Euroleague. Und Sigma Olomouc ist draußen. PSV Eindhoven und Inter Mailand sind in der nächsten Gruppenphase der Champions League. OSC Lille ist ausgeschieden und Bursaspor. OSC Lille steigt in die Euroleague ab und Bursaspor ist komplett weg. Eintracht Frankfurt gewinnt 2 zu 1 gegen Juventus Turin, ist damit zumindest als Gruppendritter in der Euroleague ab jetzt. Juventus Turin und Atromitos Athen sind weiter. Rubin Kazan ist komplett weg. FC Zürich und Twente Enschede sind weiter in der Champions League. FC Sevilla geht in die Euroleague und RSC Anderlecht ist ganz draußen. Real Madrid und Slovan Liberec sind weiter, AC Mailand geht in die Euroleague und Aris Saloniki ist draußen. Gladbach gewinnt 2-0 gegen Gent, ist damit in der Champions League weiter, zusammen mit Chelsea. Gent geht in die Euroleague und Kasimpasa ist ausgeschieden. In der Euroleague ist Stuttgart weiter, Hoffenheim ist weiter, Dortmund ist weiter und St. Pauli ist leider ausgeschieden. In der Champions League haben wir jetzt folgende Gruppen. Ich lese jetzt nur die Gladbacher Gruppe erstmal vor. Dnipropetrovsk, Twente Enschede und Standard Lüttich sind die Gegner von Borussia Mönchengladbach, die einzige deutsche Mannschaft in der Champions League noch. In der Euroleague trifft Stuttgart auf Olympia Ljubljana oder so ähnlich. Zungenbrecher aus Slowenien oder Slowakei, weiß ich jetzt gerade. Slowenien. Eintracht Frankfurt trifft auf Banska Bystrica aus der Slowakei, Hoffenheim auf Jagiellonia aus Polen und Borussia Dortmund auf FC Sevilla. Viele schwer auszusprechende Namen dabei. Lambropoulos hat sich den Oberschenkel gebrochen, da fällt er natürlich eine Weile jetzt aus. Daniel Lück Brandenbergen ist an ihm dran, er hat noch ein Jahr Vertrag. Bei ihm bin ich am Überlegen, er ist 29 Jahre alt und hat hier wirklich bei Talent keins angegeben, also hier komplette X-Beine. Deswegen würde ich ihn dann schon auf Dauer gehen lassen. Er hat noch ein Jahr Vertrag halt, bis zum Ende der Saison. Würde er jetzt sofort gehen? Ich guck mal, was passiert. Bieten die mir jetzt Geld an oder wechselt er wirklich erst zur nächsten Saison? Achso, nee, sie wollen ihn für nächste Saison verpflichten und ich würde sagen, dann lasse ich ihn auch gehen. Oder soll ich ihn als Ersatzmann behalten? Aber nee, ich denke, dann kann er den Verein verlassen. Und er wechselt zu Brandenbergen. Aber die Saison wird er mit uns noch verbringen. Ist auch jetzt wieder einsatzfähig, wäre aber riskant ein Einsatz, deswegen bleibt er erstmal noch auf der Tribüne. Lambropoulos verletzt, Hofstetter rückt zurück in die Innenverteidigung. Und wir spielen gegen Offenbach. Ich sag einfach mal, bevor ich jetzt eine falsche Ansprache halte, sage ich einfach mal nichts. Gucken, ob die Spieler auch so klarkommen. Wir haben keines der letzten sechs Spiele verloren. Offenbach allerdings auch nicht. Der vierte gegen den ersten, ein wahres Spitzenspiel, der die vielleicht die 6-Punkte-Spielansprache bringen sollen. Oliver Pocher tippt 1-0 für Offenbach. Kopfball fälsch klar vorbei. War mir jetzt vor Anpfiff gerade gar nicht so bewusst, dass das ja auch eine Top-Mannschaft ist. Klar, hatte ich schon mal gesehen vor der Aufnahme, aber war mir jetzt gerade nicht bewusst, bis ich es da gelesen habe. Hier Freistoß ja doch, der Ball bleibt in der Mauer hängen. Gleich eine halbe Stunde rum, immer noch 0-0. Gelbe Karte für Daniel Henrich wegen Foulspiels. Elfmeter für Kickers Offenbach. Ey. Er foult und die kriegen einen Elfmeter. Flachschuss aufs Rechteck an den Innenpfosten. Der Ball rollt die Torlinie entlang in die Arme von Valtin. Puh. Offenbach verschießt einen Elfmeter nach einer halben Stunde. Was für ein Aufreger. Gelbe Karte für Aydemir. Puh. Könnten wir auch gut hinten liegen schon. Wir haben hier noch gar keine richtige Chance in der ersten Halbzeit. Doch 2-2 das Chancenverhältnis. Aber unsere Chancen wurden hier nicht beschrieben. Durch Textzeilen. Ja,
an sich, ich sag, macht sie fertig. Eigentlich ein Unentschieden hier bei denen wäre eigentlich auch ganz okay, aber hier ist mehr drin. Die Ansprache hier, was die Wortwahl ist natürlich wieder völliger Quatsch, aber ja. Wir wissen ja, wie es gemeint ist. Ob die Spieler das so ernst nehmen, ist die Frage. Spielen auf Ignowski, aber die Flanke ist zu kurz. Henrich jetzt in der 62. Minute. Michel gegen Sassi, aber der gewinnt den Zweikampf mit hoher Entschlossenheit. Einwurf durch Feather auf Ignowski. Der stoppt den Ball mit der Brust, passt mit der Hacke in den Strafraum. Hofmann kommt an den Ball. Tanz Schöneberg ausmarschiert zur Grundlinie. Scharfe Hereingabe, alle Grätschen vorbei. Gelbe Karte für Terry Feather wegen Reklamierens. In der 68. Minute, Murovic sieht auch die gelbe Karte. Ich wechsle jetzt mal. Goldbach kommt für Ignowski rein. In der 73. Minute kommt Jordan noch für Sassi. Und Spillner macht das 1-0 in der 74. Minute. Bringen wir das über die Zeit. 80. Minute, 6 Minuten später, Freistoß für Offenbach. 27 Meter Torentfernung. Henrich läuft an wie an der Schnur gezogen. Valtin springt und dreht das Geschoss mit den Fingerspitzen um den Pfosten. Eckball. Hier 3 Punkte, das wäre doch auch wieder Gold wert. Valtin fängt den Ball locker ab. 82. Minute. Biliskov kommt für Hofstetter, der ein bisschen gewackelt hat. Und Hoffmann mit seinem ersten Saisontor nach Vorarbeit von Jordanov. Da wechsle ich mal nicht die Stürmer und dann trifft er auch. Und das dürfte die Entscheidung sein und wir gewinnen 2-0. Die Effektivität mal wieder bewiesen. Kein Tor kassiert. Einen direkten Verfolger in die Schranken verwiesen. Aber die Tore fielen erst spät. Es war ein Geduldsspiel. Das Spiel lief sogar im ZDF. 59% Quote. Philipp Hofmann, der Mann des Spiels. Spiel bekommt die Note 4 gegen so 4:4 Chancenverhältnis. Aber wir haben die Chancen genutzt. Bleiben Erster mit 4 Punkten Vorsprung vor dem Zweiten. Sind also auch nächste Woche garantiert Erster. Freiburg spielt 2-2 gegen Aue. Köln verliert 1-3 gegen Augsburg. Braunschweig schlägt Halle 1-0. Cottbus verliert gegen Kiel 1-2. Offenbach verliert gegen uns 0-2. Hamburg schlägt Fortuna Köln 3-1. Regensburg schlägt Oberhausen 4-3. Kräuter Fürth besiegt Bielefeld 1-0. Und Sandhausen besiegt Dresden 1-0. Damit immer noch Hamburg und der 1. FC Köln auf den anderen Aufstiegsrängen. Wir haben jetzt schon 8 Punkte Vorsprung vor den Nicht-Aufstiegsrängen. Sandhausen auf Platz 4, Tauschplätze mit Offenbach auf den Abstiegsrängen. Immer noch dieselben Teams, haben jetzt sich nur ein bisschen anders verteilt. Oberhausen immer noch Letzter. In der 11. des Tages Philipp Hofmann und Fabian Valtin. Hatten wir Glück, dass der Elfer verschossen wurde. Tja, aber wir geben uns im Moment keine Blöße. Wir gewinnen fast jedes Spiel. So kann es weitergehen. Ein Interview. Welche Mannschaft, glauben Sie, wird in diesem Jahr wohl den Titel holen? Ja, Zweitligatitel ist ja eigentlich kein richtiger Titel in dem Sinn, meiner Meinung nach. Option A. Ich gebe grundsätzlich keine Prognosen ab und wenn, dann liege ich sowieso immer daneben. Option B. Wir haben derzeit die besten Karten, aber es kann noch so viel passieren. Option C. Meister wird derjenige feiern, der am Ende vorne steht und bei der Meinung bleibe ich. Ich sag mal das Erste. Wechseln wir doch einfach mal das Thema. Sie haben ja immer einen lustigen Spruch auf Lager. Werden Sie auch gelegentlich mal richtig sauer? Richtig sauer werde ich nur in der Kabine, aber nach außen dringt da nichts. Nein, aber kennen Sie den? Ein Huhn sieht ein anderes Huhn hinter einer Tonne. Ah, Indianer. Sie haben Glück, wir haben heute nicht verloren. Das sage ich mal den Zweiten. Kommen wir jetzt zu etwas völlig anderem. Was denken Sie über den bisherigen Verlauf der Saison im Allgemeinen? Bisher war das wohl alles noch nicht so toll. Die meisten Spiele waren leider nur mittelmäßig. Es hat sich einmal mehr bestätigt, dass im Fußball nichts unmöglich ist. Oder bisher war das eine super Sache. Tolle Zuschauer, wir stehen sehr gut da. Fußballherz, was willst du mehr? Das Letzte, sage ich. Das war's auch schon. Vielen Dank. Daniel Lück geht von Paderborn nach Brandenburg. Jonathan Berste von Nürnberg nach Leverkusen. Und Klaus Gierecker von Bielefeld zum Hallischer FC. Normalerweise habe ich ja pro Part 3 Spiele. Jetzt aus Gründen muss ich mich in diesem Video auf 2 Spiele beschränken. Dann wird das nächste Video dann halt 4 Spiele beinhalten. Wir spielen jetzt das absolute Spitzenspiel. Da haben wir jetzt noch einen Kracher. Paderborn gegen den Hamburger SV. Der Erste gegen den Zweiten. Zwei Teams, die alle die letzten 6 Spiele nicht verloren haben. Die Traditionsvereine aus der Bundesliga, die abgestiegen sind, trifft auf uns. Wir haben jetzt 100% Vorstandsvertrauen. Könnte ich ja langsam schon mal über eine Vertragsverlängerung nachdenken, aber ich möchte halt nur beim Verein bleiben, wenn wir auch wirklich aufsteigen. Da kann auch so viel schief gehen. Bei den Fans bin ich jetzt hier schon Superman. So, das Spiel wird ein Heimspiel sein. Das bringe ich noch in diesem Part, wie gesagt.
So, ich ändere mal nichts an der Formation. Daniel Lück kann wieder spielen. Und er nimmt zumindest mal auf der Bank Platz. Faltin, der bleibt jetzt erstmal im Tor. Hamburg ist sogar stärker als wir. Wer spielt denn da noch? Poletanovic dürfte ich ja noch kennen. Und auch hier so eine komische Aufstellung. Kein echter Stürmer im Sturm. Ja, Poletanovic kenne ich. Zweimal komisch aufgestellt hier mit dem rechten Mittelfeldspieler auf der Libero-Position und dem linken Mittelfeldspieler im Sturm. Da versteht man den Computer echt nicht. Aber naja, was soll's. Ja, gleichwertige Gegner Heute oder sogar erwarte uns ich überlegene höchste Gegner, aber ach, Konzentration. Wir haben es mit einem gleichwertigen Gegner zu tun. warum habe ich nicht die 6-Punkte-Ansprache gebracht? Die 6-Punkte-Spielansprache, aber die Ansprache hat auch so gefruchtet. Ich blicke in Gesichter, die bereit sind, alles zu geben. Ausverkauftes Haus in der Bendler Arena und 3.500 Hamburger auch da. Thomas Gottschalk tippt 1-3 auf Hamburg. Eine der Unbesiegtheitsserien wird enden, es sei denn, auch dieses Spiel endet unentschieden. Aber hier 3 Punkte holen, das wäre natürlich ganz groß. Diego Demme in der 4. Minute spielt nach rechts hinaus. Spillner gegen Sobich. Geht an ihm vorbei. Spillner zieht den Ball hoch in den Strafraum. Kein Abseits, aber der Linienrichter hebt die Fahne. Pff. Sassi zieht ab. Trapp boxt den Ball zur Ecke. Der Ball wäre allerdings vorbeigegangen. Eckball von der rechten Seite. Spillner haut den Ball auf den langen Pfosten. Der Keeper lenkt den Ball über das Tor und es gibt nochmal Ecke jetzt von der anderen Seite. Spillner muss rüberlaufen. Haut den Ball auf den kurzen Pfosten. Ignowski verlängert mit dem Kopf. Hofmann wirft sich hinein. Köpft den Ball rein. Tor! Sein zweites Saisontor nach Vorarbeit von Ignowski. Direkter Freistoß in der 9. Minute. Wir lassen es hier ganz schön krachen. Spillner haut den Ball hoch vors Tor. Sassi verlängert mit dem Kopf. Aber da steht keiner. Traumstart hier mit dem 1-0 in der 6. Minute. Und natürlich freue ich mich auch wieder über ein Stürmertor. Halbe Stunde rum. Hamburg noch ohne Torchance. Sobich jetzt legt den Ball quer. Poletanovic, der altbekannte Spieler, zieht kurz an. Aber Zeitz hat aufgepasst, kann sich den Ball angeln. Und wir führen 1-0 zur Pause. Hamburg ohne Torchance, 3-0 Chancenverhältnis. Ich sag, konzentriert weiter so. Spielt so weiter. Das wird schon. Gewinn spielen wir wieder zu 0, das wäre es ja. Einwurf durch Rincon. Weit in den Strafraum, aber Hofstetter passt auf und köpft den Ball aus der Gefahrenzone. Gelbe Karte für Stefan T. Den Hamburger. Indirekter Freistoß für den HSV in der 55. Minute, 19 Meter. Reuer auf Hehn, der schießt aufs kurze Eck, aber haut den Ball in die Mauer. Stunde rum. 66. Minute, ich wechsle mal. Der Feather kommt hier heute nicht so gut klar. Caligiuri kommt für ihn rein auf die Rechtsverteidigerposition. Eckball in der 68. Minute von der linken Seite. Spillner legt sich den Ball zurecht, unterhält sich kurz mit einem der Reporter, haut den Ball nach innen, aber Trapp packt sich ja zu. Noch 20 Minuten hier zu überstehen. Mit dem 2-0 würden wir natürlich die 3 Punkte quasi wahrscheinlich festnageln. Aber noch ist es nicht so weit. Jordanov kommt für Sassi. 81. Minute. Spillner haut dem, passt den Ball direkt in den Strafraum. Caligiuri spielt zur Torauslinie auf Ignowski. Der zieht aus Spitzenwinkel ab. Knapp vorbei. Und dann kommt noch ein Sor für Hofmann rein, der ein tolles Spiel gemacht hat. Oh nein, in der 82. Minute Stefan T. mit dem Ausgleichstreffer, das 1:1. Passiert noch was? Nein, das Spiel endet 1:1. Beim Chancenverhältnis von 5:2 natürlich ärgerlich, kurz vor Schluss hier den Ausgleich zu kassieren. Das Spiel lief wieder in ZDF. Viel Paderborn gibt es da im Moment zu sehen, in den öffentlich-rechtlichen. Philipp Hofmann, der Mann des Spiels, Spiel bekommt die Note 5, schwach, 64% Quote, bringt uns 80.000 Mark Einnahmen. Wir verteidigen aber dann natürlich die Tabellenführung. Noch 4 Spiele in der Hinrunde, die werdet ihr im nächsten Part sehen. Hamburg 4 Punkte hinter uns, wir haben 6 Punkte Vorsprung auf Platz 4. Dynamo Dresden verliert 0-1 gegen Greuther Fürth. Paderborn spielt 1-1 gegen Hamburg. Aue schlägt Offenbach 3-0. Kiel schlägt Braunschweig 1-0. Oberhausen spielt 0-0 gegen Freiburg. Augsburg schlägt Cottbus 2-1. Halle verliert 1-2 gegen Sandhausen. Bielefeld verliert 1-3 gegen den 1. FC Köln. Und Fortuna Köln gewinnt 1-0 gegen Regensburg. Ja, damit Holstein Kiel verlässt die Abstiegsränge. Cottbus fällt auf einen Abstiegsrang. Mit 7 bzw. 8 Punkten Halle und Oberhausen immer noch ja, relativ abgeschlagen jetzt. Aber ja, so viele Punkte sind es auch nicht, die sie hinten sind. 11 des Tages, Philipp Hofmann in der 11 des Tages. Dann, oh, schon wieder ein Interview.
Im Moment hat man das Gefühl, als wenn es nicht nur auf dem. Kriegt man eigentlich nur Interviews, wenn das Spiel im Fernsehen lief? Ich weiß es nicht. Im Moment hat man das Gefühl, als wenn es nicht nur auf dem Rasen, sondern auch im Umfeld stimmt. Das kann sich täglich ändern. Man ist den Medien heutzutage ja hilf- und schutzlos ausgeliefert. Was die Presse da manchmal gedruckt, grenzt oft schon an Scharlatanerei. Wohl wahr, ohne die vielen Helfer wäre ein reibungsloses Arbeiten nicht möglich. Ja, das sehe ich ein wenig anders, aber über die internen Differenzen werde ich mich hier nicht weiter auslassen. Ich sag mal das Zweite. Können Sie mit einem Unentschieden in diesem Spiel leben? Erstens, meine Mannschaft hat heute nicht schlecht gespielt, aber im entscheidenden Moment hat dann der absolute Wille zum Sieg gefehlt. Das Ergebnis geht in Ordnung. Oder Option C, wenn ich noch einmal so über das Spiel nachdenke, dann muss ich sagen, dass wir es durchaus auch hätten verlieren können. Ich sag zweitens, geht schon in Ordnung, aber 3 Punkte wären natürlich schön gewesen. Bei all dem Stress als Trainer muss man sich da eigentlich irgendwie besonders ernähren. Meine Haushälterin kocht ganz hervorragend, da werde ich sehr verwöhnt. Oder das mit dem Essen ist ein Problem, entweder habe ich Hunger oder mir ist schlecht. Oder unsere Würstchenbude ist ganz hervorragend, wenn sie denn gerade mal steht. Ich sag mal das Erste. Und wir sind am Ende. Entlassen wurden gleich drei Trainer. Armin Fee bei Eintracht Frankfurt. Hat er sich so lange hier im Spiel auch bei Eintracht Frankfurt gehalten? Oder ist das Zufall, dass er da gerade ist, wo er auch in echt ist? Auf jeden Fall wurde er entlassen. Obwohl sie auf Platz 12 stehen. Michael Fronzek bei Lautern in der ersten Liga auf Platz 18 wurde er entlassen. Und Andreas Zachhuber bei FSV Frankfurt 2 in der Regionalliga Süd wurde er entlassen. Und Lautern macht uns ein Angebot. Die sind Erstligist, da bekomme ich fast das Fünffache am Festgehalt geboten. Saisonziel Klassenerhalt, aber ich gucke mir den Kader mal aus Interesse an, aber ich sage auf jeden Fall nein, ich bin gerade mit Paderborn gut dabei. Oh, was ist das denn für ein winziger Kader? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, nur 14 Spieler, was soll denn das? Computer stellt dir teilweise Kader zusammen zum Haare raufen. Nein, tut mir leid, möchte ich nicht. Toni Janschke geht von Hannover nach Nürnberg. Und im nächsten Part gibt es dann Spiele gegen die aufstrebenden Sandhäuser und gegen Braunschweig. Obwohl nein, dann gibt es doch 3 Spiele, weil das Pokalspiel steht ja auch noch an. Dann meinen noch 2 Parts in der Hinrunde, einmal 3 Spiele und dann einmal Pokal und ein Ligaspiel und noch irgendwie 2 Wochen Winterpause oder so. Also im nächsten Part Sandhausen, Braunschweig und der 1. FC Köln. 2 schwere Spiele dabei. 2 Spitzenspiele dabei. Ich sag tschüss, bis dann.